Entschuldige, Lara. Was denn für eine Überraschung? Was Tolles, was denn sonst? Was? Lara ist wirklich manchmal komisch. Da bist du ja! Hä? Eine Überraschung von Lara? Das gab's ja noch nie. Na, sowas. Wie kommt denn diese leckere Beere dahin? Ja, das ist merkwürdig. Hier ist doch gar kein Himbeerbusch. Vielleicht ist das Laras Überraschung, Maya. Halt, stopp! Fühler weg, Willi. Die gehört uns, so ein Prachtexemplar. Da hört die Freundschaft auf, Willi. Die hat unser Suchtrupp dort versteckt. Ja, aber ich habe die Himbeere noch gar nicht probiert. Nur einen kleinen Haps. Leider nein, Willi. Meine Männer brauchen Vitamine. Frisches Obst ist Mangelware. Nein, von dieser Beere brauchen wir jedes Tröpfchen. Männer! Tarnen! Doch nicht ihr, die Himbeere! So. Kein anderes Insekt darf sie entdecken. Ja, aber sagt mal, warum bringt ihr die Himbeere nicht in euer Nest? Geht nicht, Maya. Bei uns herrscht strikte Arbeitsteilung. Der Suchtrupp findet, der Transporttrupp schafft fort und diese Männer hier sind der Wachtrupp. Also Männer, Himbeere bis zur Abholung benaschen. Bewachen. Tja, man kann nie wissen, wer hier alles herumschwirrt, nicht wahr? Vorsicht ist oberstes Ameisengebot, meine Freunde. Ja, und wenn die Himbeere vergammelt ist, bis die Abholameisen kommen, da sollten wir sie lieber gleich essen. Er meint nur probieren, solange sie noch frisch ist. Das würde ich auch gerne. Was denn, du willst auch was haben, Maya? Und dann kommen Rufus, Walter, Max und Flip und am Ende die ganze Wiese und meine Männer gehen leer aus. Nein, bei Himbeeren hört die Freundschaft auf. Emil, mach ein. Wenn bei denen die Freundschaft aufhört, dann mag ich keine Himbeeren. Ja, hoffentlich ist wenigstens Laras Überraschung was zum Schleckern. Und ab, Willi, du Schleckermaul. Ja! Ja. Weiter, nochmal! Ja. Ja. Ich bin dran! Ja. Guter Wurf, Willi! Ja. Und nochmal! Och, daneben! Emil, wirfst du uns den Ball zurück? Was mache ich denn jetzt? Na schön, nur ganz kurz meinen Posten verlassen. Das mache ich nur für Willi. Ganz schön nett von mir.